Im Sommer 2015 sind wir als Familie auf die 2628 Meter hohe Alpspitze geklettert. Bei der Alpspitzverrater handelt es sich um einen Klettersteig der Kategorie B, der insgesamt 600 Höhenmeter zurücklegt. Es handelt sich dabei um einen Einsteiger-Klettersteig, der sehr gut versichert ist. Außerdem ist er von der Talstation mit Hilfe der Alpspitzbahn mit dem Lift sehr gut zu erreichen. Ungefähr eine Viertelstunde nach der Station kommt man an so eine kleine Kletterstelle. Wir dachten damals schon, der Klettersteig fängt dort an. Das ist ein Irrtum. Man geht danach dann doch noch wieder ein längeres Stück, bis er dann tatsächlich anfängt. Hier beim Einstieg unterläuft uns gleich ein Fehler, und zwar wir hatten vor uns einfach Gruppen gesehen, die da oben schon den Hang gequert haben, sind dann da auch hingegangen. Und das ist gar nicht nötig, weil man zu der Eisenleiter eigentlich direkt hingehen kann. Durch diese Querung an Stoffseilen haben wir ungefähr damals eine halbe Stunde verloren, was nachher leider, leider noch sehr, sehr wichtig werden wird. Für unsere Kinder war dies der erste richtige Klettersteig. Unter richtig bedeutet hier einfach, er ist lang, er führt auf einen sehr markanten Gipfel hoch und ist schon durchaus eine ernstzunehmende Tour, die allerdings nicht durch die technische Schwierigkeit, sondern einfach eben durch die Länge beeindruckt. Insgesamt muss man für den Aufstieg zusammenfassen, das ist ein Weg, ich hatte dazu im Netz auch damals schon vorher gefunden, der ist schon fast überbaut mit Eisen. Man sieht das hier, die Abstände zwischen den Eisenklammern sind klein, der Weg ist durchgängig gesichert. Also was als Erwachsener schon fast ein bisschen nervt, ist für Kinder aber einfach super. Ja, die können noch nicht in so großen Abständen greifen. Das ist im Prinzip ein gemütliches Hochklettern an dem Felsen. Zwischendurch gibt es einzelne Passagen, die über Grasmatten gehen. Die sind dann aber wirklich nicht absturzgefährdet. Die Versicherungen dieses Steiges, also die toppen alles, was ich ansonsten kennengelernt habe. Ja, und die ganze Zeit hat man einen Blick auf das Höllental und auf die Im Zugspitze. Höllental, aber nicht mehr so hoch. Die Passage hier ist jetzt mal ein Beispiel dafür, dass diese Sicherungen als Erwachsener schon fast nerven. Also jedenfalls bei gutem Wetter. Ja, das ist kein steiles Gelände hier, es ist auch nicht Damals rutschig schon oder bei sonst einem Jahr. irgendwas. Und wenn man Kinder dabei hat, dann ist das schwierig, denen zu erklären, dass man sich hier gerade eigentlich mal nicht anseilen soll. Das haben wir jetzt versucht, nach einiger Zeit gelassen und haben dann brav auch an solchen Stellen uns immer schön eingehakt, ne? Karabiner natürlich, immer wechselseitig gesichert.
Das Gestein der Alpspitze ist allerdings brüchig und laut Internetrecherche sollen sich erst recht bei großem Besucherandrang immer wieder Steine aus der Wand lösen. Und ich habe tatsächlich einen Unfall von 2016 gefunden im Netz, wo ein Familienvater im Alter von irgendwie 37 wohl durch so einen herabfallenden Stein getroffen wurde und der dann abgestürzt ist, weil er eben nicht angeseilt war. Na, also das ist dann wiederum die andere Sichtweise, weswegen es doch gut ist, sich hier eigentlich durchgängig anzuseilen. Der Blick ist die ganze Zeit wirklich als traumhaft zu bezeichnen, aber seht selbst. Das jetzt hier ist die letzte Rinne vor dem Gipfel und dann ist man gleich eigentlich auch schon oben. Die Alpspitze erfreut sich großer Beliebtheit, auch dieser Klettersteig. Die Empfehlungen gehen dahin, dass man die allererste Bergbahn nehmen soll. Das hatten wir uns auch mal, wie so oft in unseren Urlauben, vorgenommen. Mit Kindern ist das schwierig. Wir haben dann oben auch noch die Aussicht bei sich leicht zuziehender Bewölkung genossen und ein ganz klein wenig die Zeit verbummelt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, da war eine halbe Stunde, die wir auch noch verloren hatten durch diese Querung. Und wir haben uns dann oben überlegt, ja, was machen wir? Gehen wir den ganzen Weg wieder zurück oder gehen wir auf der anderen Seite wieder runter, wo es auch versicherte Zwischenstücke gibt? Und wir haben uns für die andere Seite entschieden, um nicht dasselbe nochmal zu machen. Das hier ist schon im Abstieg, wobei man sagen muss, dass so übertrieben wie der Aufstiegsklettersteig ist, dafür ist es dann doch überraschend, was beim Abstieg alles nicht gesichert ist, durchgängig schon einmal gar nicht. Allerdings hat man bis dahin schon sich durchaus auch an den Tiefblick gewöhnt und es ist irgendwie auch okay. Also es soll nicht heißen, dass es gefährlich ist, aber diese Übersicherung des Aufstiegs passt nicht zum Abstieg. Jetzt gleich kommt eine Stelle, wo man einmal in einen Gesteinstunnel reingeht und wir hatten da viel drüber gelesen, dass man doch bitte keine Taschenlampen und so vergessen sollte. Also aus unserer Sicht war das damals problemlos machbar, wenn man an den Eingang reingeht, sich kurz die Augen an die Dunkelheit gewöhnen lässt und dann sieht man eigentlich schon das Licht von der anderen Seite reinscheinen. Ja, und alles in allem hat die Tour dann doch leider 10 Minuten zu lang gedauert, so dass wir die letzte Bergbahn nicht mehr erwischt haben. Das heißt, wir sind eins weiter abgestiegen und unsere Kinder meinten dann auch, lass uns doch bis ganz nach unten gehen. Und damit hatten wir dann 2380 Höhenmeter im Abstieg an dem Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das haben sowohl die Knie unserer Kinder als auch unsere eigenen doch die nächsten Wochen deutlich bereut. Bis auf den Abstieg auf jeden Fall ein absolut traumhafter Tag.